Ist der hin? Geh. Der wird schon wieder. Super Diagnose, Herr Doktor. Alles in Ordnung bei Ihnen? Wo bin ich? Sie sind heute Ehrengast bei unserem Stammtisch, Herr Inspektor. Aber seien Sie gewarnt, der Service lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Karl? Alles klar. Rufst wegen mir an oder wegen dem Auto? Klaus, sei nicht so unsensibel. Sie hat einen Namen. Der Novak geht's gut. Ui! Jetzt kommt gerade schwarzer Rauch aus dem Auspuff. Ja. Du weißt doch, das ist das, was du als Fahrradfahrer vorne immer ins Gesicht kriegst. Aber im Ernst, Karl, vielen Dank noch einmal. Diesmal war es wirklich zu weit fürs Radl. Ja. Also immer dran denken, schön die Kupplung langsam kommen lassen, ne? Karl, ich habe verstanden, dass dir dieses Auto viel bedeutet. Ich pass drauf auf, versprochen. Mach dir keine Sorgen. Entschuldigung, ich hätte eine Frage. Könnt ihr irgendein Essen zum Mitnehmen haben? Kuchel ist zu. Wirklich? Oh je. Weil der Supermarkt ist auch schon zu. Und ich habe meiner Tante versprochen, dass ich ihr was zum Essen mitnehme. Die sitzt mit einem verstauchten Knöchel daheim. Die Lechner, Marianne? Ja, genau. Ich hab das gehört mit dem Knöchel. Eine blöde Geschichte. Ja, beim Stockschießen passiert da immer so viel. Ach so. Ja, ich soll dir da bei der Abwehrernte ein bisschen helfen. Ah. Du bist der Neffe, der zur Polizei gegangen ist? Genau. Als Kind war ich jeden Sommer da bei euch. Und bei ihrem Vater habe ich mir immer das Eis geholt. War eine schöne Zeit damals. Mhm. Ja, früher, da war noch so einiges schöner. Wie meinen Sie das? Ja, wenn mein Vater noch gelebt hat, da war es dann noch gesteckt voll bei uns in der Stube. Mittlerweile kann ich das Wirtshaus fast nicht mehr da halten. Und dann wollen sie uns auch noch draußen haben. Wer will euch draußen haben? Also eine Firma aus Wien. Aber ich höre schon auf, dass ich die ansuche. Weißt du was? Ich kann dir einen Gulasch aufwärmen. Ja, super, danke. Wart's in der Stube. Ein Bier zum Warten? Ja, ein kleines. Ein kleines. Sie sitzen am Stammtisch. Du hast mich so erschreckt. Bist du schon die ganze Zeit da? Hey, Stefan, der Herr Kommissar kann sitzen, wo er will. Entschuldigen Sie, mein Burm. Er hat's manchmal nicht so mit der Gastfreundschaft. Sehr gut. Das Bier brauche ich da aber nicht einpacken, oder? Danke. Servus, Tante. Ich hab da was zum Essen mitgebracht. Ich geh jetzt einkaufen. Boah, das gibt's ja nicht. So viel Essen für eine kleine, dünne Frau. Alles klar, Chef.
Was glauben Sie, was Sie da machen? Ich glaube, wir wissen, was da los ist. Ach, Gott sei Dank. Komm uns mit. Bitte. War zufällig in der Gegend. Ja. Gescheiße. Ja, der Stanzl. In seinem eigenen Großsturm. Wer leitet denn die Ermittlungen? Gute Frage, also. Wir haben noch niemanden. Das gestern Abend, Frau Stanzl. War viel los? Nein. Nur der Stammtisch. Aber die sind ja jeden Abend da. Jeden Abend? Um wie viel Uhr kommen sie nochmal? So gegen 7. Aber ich bin dann bald auf. Ich gehe früh schlafen. Ist Ihnen vorher irgendwas Außergewöhnliches aufgefallen? Ich bin kurz nachdem Sie da waren weg. Ich war den ganzen Abend am Feuerwehrfest in Hardesberg. Als ich in der Früh nach Haus bin, dann lag der Papa schon da. Das war wie im Albtraum. Hat der Stanzl Feinde im Ort gehabt? Na. Ich kann mir das alles nicht vorstellen. Er hat mir gegenüber eine Wiener Firma erwähnt, mit der er Probleme gehabt hat. Was hat denn damit auf sich? Ach so, ja. Die Bruckner. Die Arbeit fängt zu einem Energiekonzern. Gestern Nachmittag ist er zum nächsten Mal da gewesen. Die würde so gerne unseren Grund kaufen. Haben Sie einen Kontakt von der Dame? Ja. Gell, wir müssen irgendwo eine Kartel von ihr haben. Ich hol's Ihnen. Und der Stammtisch? Wo erreichen wir den? Sie sollten eigentlich schon da sein. Samstags tun Sie immer frisch shoppen. Danke. Vorsicht, bitte. Ja. Klaus? Schau mal. Woran ist er denn gestorben? Er wird wohl kaum erschlagen worden sein. Sieht nach Atemlähmung aus. Das weiß ich natürlich erst nach der Obduktion. Das sogenannte Feigerl steht wohl nicht damit im direkten Zusammenhang. Davor hat wahrscheinlich auch ein Kampf stattgefunden, bei dem einige Gläser zu Bruch gegangen sind, die er offenbar auch versucht hat, noch wegzuräumen. Aber am Weg in die Küche ist er dann dort zusammengebrochen. Was? Vielleicht wollte er sein Leben in Ordnung bringen. Na, jedenfalls hat er von der Auseinandersetzung noch etliche Hämatome davongetragen. Hier, hier und hier. Das Opfer trifft auf seinen Täter. Der Täter prügelt auf das Opfer ein. Der Täter geht schön nach Hause. Das Opfer räumt noch schnell ein paar Biergläser auf und bricht dann tot in der Küche zusammen. Aha. Und was haben Sie? Was ist los? Ja, was freut? Was ist da angestellt? Vielleicht finden wir es beim Frühschoppen mit dem Stammtisch raus. Was? Warum? Ja. Der Hans? Na. Können Sie das glauben? Glauben Sie das nur? Sie sind wahrscheinlich die Letzten, die ihn lebend gesehen haben. Dann sind Sie gestern weg von da. Aber Zähne. Was ist vorgefallen zwischen Ihnen und dem Toten gestern Abend? Nichts. Wir haben nur unser Bier getrunken, so wie jeden Abend. Erst bist du nicht der Klaus, eh? Wir haben ja gespielt miteinander als Kinder damals. Ja, kann schon sein. Aber jetzt bin ich der Kommissar Lechner von der Kripo. Und Sie erklären mir bitte, warum der Tote ein blaues Auge hat. Und Hämatome. Und vielleicht überhaupt, warum der Herr Stanzl tot ist. Keine Ahnung.
Wir sind alle gemeinsam weg. Da war der Hans noch in bester Verfassung. Der Tote heißt Hans Stanzl, ist der Dorfwirt. Die letzten, die ihn lebend gesehen haben, waren die drei vom Stammtisch. Leopold Lerchbacher, Tischlermeister, Hubert Kerndl, Bauunternehmer und Franz Doberer ist der Arzt im Dorf. Was das blaue Auge des Toten betrifft, die drei behaupten, als sie gegangen sind, hat er noch keines gehabt. Aber wenn es einer von denen war, wird es schwierig, weil die halten sicher zusammen. Mhm. Was ist denn mit dieser Bruckner? Henny hat ihr Alibi überprüft. Die wollte den Stanzl zwar raushaben, aber an dem Abend kann sie unmöglich dort gewesen sein. Seine Frau hat kein Alibi. Die ist früh ins Bett gegangen, wie sie behauptet hat. Aber da sehe ich derzeit wirklich kein Motiv. Aber wir haben noch den Jungen, Stefan Stanzl, sein Sohn. 17 Jahre alt, hat den Vater tot gefunden. Und er hat uns belogen. Ein Mitarbeiter vom Feuerwehrfest hat ausgesagt, dass er um Mitternacht weg ist und erst 2 Stunden später zurückgekommen ist. Dann holen wir uns den Burm her. Die waren alle angesoffen. Sie haben mich zum Pinkeln rausgehen sehen. 2 Stunden lang. Oder zum Speiben. Was jetzt? Ich war auch angesoffen. Stefan, willst du auch wissen, wer deinen Vater ermordet hat? Ja. Dann sag die Wahrheit. Ich habe meinen Rausch auf der Straße abgeschlafen. Wenn ich früher heim wäre, hätte ich ihn retten können, oder? Ist es meine Schuld? Stefan, falls dir noch was einfällt oder wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an, jederzeit. Danke. Ich habe beim Toten eine sehr hohe Dosis von Diazepam gefunden, die danach eben das Herz-Kreislauf-Versagen mit anschließender Atemlähmung ausgelöst hat. Diazepam hemmt im Gehirn die Nervenzellen, die Erregbarkeit und hat eine schlafanstoßende Wirkung. Also als Normalsterbliche dürfte ich auch sagen Schlafmittel? Ja, aber so eine Überdosis, die nimmt man nicht versehentlich. Ich meine, außerdem hat er ziemlich viel Alkohol im Blut. Das erhöht natürlich noch mal die Wirkung. Also der Tod ist zwischen 23 und 1 Uhr eingetreten. Das heißt, er muss die Dosis bekommen haben zwischen 21 und 23 Uhr. Mhm. Da ist der Stefan Stanzl noch auf dem Feuerwehrfest gewesen. 21 bis 23 Uhr, da waren aber die Stammgäste in der Wirtschaft. Naja, theoretisch kann er sich das selber zugeführt haben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass jemand die Pillen zermalmt hat und sie ihm heimlich ins Getränk gegeben hat. Also bei seinem Alkoholkonsum, da hat er das nicht mal bemerkt. Ja, aber das ist noch nicht alles. Schau mal her. So? Wir haben auf dem Computer der Stanzls eine ganze Reihe von Entwürfen für Erpresserbriefe gefunden. Wie bitte? Ja, der hier zum Beispiel ist an den Dr. Doberer gerichtet. Einmal werden 5.000 Euro verlangt, später sogar 20.000. Solche Briefe sind auch an den Kerndl und den Lerchbacher rausgegangen. Bist du gescheit? Ein Gastwirt, der die eigenen Gäste erpresst? Ja, das ist eine gute Geschichte, aber verzweifelt genug war der Stanzl vermutlich. Ich meine, er hat dringend Geld gebraucht, das Gasthaus verkaufen wollte er nicht. Also was macht er? Als Gastwirt bist du quasi unsichtbar und hörst alles mit, was die Gäste im Sofa erzählen. Im Übrigen ist die zweite Welle an Erpressungsbriefen erst letzte Woche erstellt worden. Also der Übergabetermin wäre letzte Nacht gewesen. Ich weiß ja nicht, wie ihr an Zufälle glaubt, aber... Genau, gar nicht, lieber Wohlfahrt. Also ich würde sagen, unsere Stammtischherren dürfen jetzt mal einen kleinen Ausflug nach Wien machen. Gute Arbeit. Danke. Dass der Hans uns alle erpresst hat, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und von wem haben Sie geglaubt, dass die Briefe kommen? Keine Ahnung. Wir haben das alle überhaupt nicht glauben können, dass das überhaupt wer macht bei uns. Aber dass die anderen beiden auch erpresst werden, haben sie schon gewusst. Wir müssen sogar die Übergabe gemeinsam machen müssen. Die Backe mit dem Geld haben wir aus dem Autofenster schmeißen sollen. Alle drei auf einmal, so wie im Film. Haben Sie nicht versucht, ihn bei der Übergabe zu erwischen? Der Ort für die Übergabe war ganz genau gewählt. Der hat von Weitem gesehen, ob der wer kommt oder nicht. Also das erste Mal waren es 5.000. Ja, die hat er noch gekriegt. Also, was heißt, aus dem Fenster haben wir es geschmissen, buchstäblich.
Aber dann wollte er mehr. 20.000 Euro? Da haben wir dann gesagt, das können wir nicht zahlen. Ja, klar. Aber sagen Sie, Herr Lerchbach, haben Sie sich gar keine Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn der Erpresser seine Drohung in die Tat umsetzen würde? Na sicher. Aber 20.000 Euro? Ja, das haben wir heute halt erfahren, dass ich mit einer anderen was gehabt habe. Ah. Oder mit mehreren anderen. Oh. Ja, wahrscheinlich hat sie es eh schon geahnt. Sie scheinen ja ein Bilderbuch eher zu führen. Wer waren denn diese anderen? Ein paar Frauen aus dem Ort halt. Ist ja kein Verbrechen. Das ist mir schon klar, dass das nicht ganz legal ist. Aber ich habe ein bisschen getrickst. Zwischen Trickserei und Dutzenden von Schwarzarbeitern gibt es einen kleinen, aber feinen juristischen Unterschied, Herr Kernel. Schauen Sie, es ist gar nicht so einfach, bei uns am Land eine Firma am Laufen zu halten. Wer hat davon gewusst? Die Leute in der Firma? Ob der Stammtisch? Nicht alle kriegen auf normalem Wege immer alles verschrieben, was sie brauchen. Und meine Praxis kriegt immer wieder Proben in die Hausapotheke geschickt und da kann ich helfen. Verstehe. Edel. Und auch eine gute Hilfe für Ihre Praxis, nehme ich an, oder? Verschreibungspflichtige Medikamente unter der Hand zu verkaufen, ist sicher ein netter kleiner Nebenverdienst. Wahrscheinlich gar nicht so klein, oder? Schauen Sie, Herr Doberer, der Stanzl ist an einer Überdosis Schlaftabletten gestorben. Ihnen ist schon klar, dass Sie unser Hauptverdächtiger sind, oder? Also bitte. Ich bin doch kein Mörder. Ich bin Arzt. Das genaue Gegenteil. Was ist das für eine seltsame Geschichte? Die haben alle ein Motiv und wissen nichts davon? Ja, behaupten Sie. Wer es glaubt, wird selig. Sie beschließen, die zweite Lösegeldforderung nicht zu bezahlen und stattdessen stirbt er der mutmaßliche Erpresser. Was für ein Zufall. Ja, und Mutter und Sohn? Haben die von dieser Erpressergeschichte gewusst? Offenbar nicht. Ja. Liebe Leute, es bewahrheitet sich wieder mal das alte Sprichwort, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Müssen wir das jetzt verstehen? Ja, also, was ich sagen will, ist, dass wir am Toten feine Spuren von Zirbelkiefernholz gefunden haben. Sie arbeiten in Ihrer Tischlerei mit Kiefernholz, stimmt das? Unter anderem. Unter anderem haben wir nämlich an den Armen und im Gesicht des Opfers Spuren von genau Ihrem Kiefernholz gefunden, Herr Lerchbacher. Das beweist doch gar nichts. Meinen Sie? Gut. Dann haben Sie doch sicher nichts dagegen, wenn wir jetzt gleich mit Ihnen einen DNA-Abgleich machen. Oder nein, wir machen was ganz Wildes. Sie machen die Unterarme frei und ich schaue, ob es Spuren von einer Auseinandersetzung gibt. Oh, hoppala, was ist denn? Sie haben doch sonst kein Problem damit, sich frei zu machen. Ich hab den Hans nicht umgebracht. Aber Sie haben ihm dieses Pfeilchen verpasst. Nachdem der zweite Brief gekommen ist, haben wir halt gesagt, es reicht. Ja. Haben überlegt, wer dahinter stecken kann. Wir sind auch nicht deppert. Naja, besonders gescheit ist es nicht, seine Geheimnisse in einem Wirtshaus hinauszuposaunen. Also. Wir sind hin, um den Hans offen zu fragen, ob die Erpressungen von ihm stammen. Er hat natürlich alles abgestritten und gemeint, er weiß nicht, wovon wir reden. Und dann sind sie einfach auf ihn losgegangen, oder wie darf ich mir das vorstellen? Erst nachdem er auf mich los ist. Ich höre. Ich habe ihm gesagt, wenn er mich schon mit meinen Affären erpresst, dann hat er auch ein Recht darauf zu erfahren, mit wem alle ich eine Affäre hatte. Der Lerchbacher hat ein Verhältnis mit der Stanzl gehabt. Und von der Schlägerei mit ihrem Ehemann hat er nichts erzählt, um sich nicht verdächtig zu machen. Ja, nur komisch, dass die beiden anderen sich auch nichts erinnern können. So. Ich habe den Doberer gefragt, wenn man in letzter Zeit alle Schlaftabletten verkauft hat. Und jetzt ratet mal, wer da dabei war. Oh, bitte nicht schon wieder raten. Wann war Ihre Affäre mit Leopold Lerchbacher, Frau Stanzl? Letzten Sommer. Nur ein paar Monate. Ich habe eher schlechtes Gewissen gekriegt und hab's beendet. Und der Mann hat nichts davon mitbekommen. Naja, am Abend seines Todes hat er definitiv davon erfahren, und zwar aus erster Hand von Leopold Lerchbacher. Haben Sie nichts gehört von dem Streit? Da unten? Na. Ja, stimmt. Schlaftabletten.
Haben Sie Ihrem Mann eine Überdosis gegeben? Was? Sie glauben doch nicht, dass ich... Wir haben die Packung gefunden, die Dr. Dober Ihnen eine Woche vorher gegeben hat. Die war fast leer. Das würde ich nie machen. Ihr habt den Hans trotz allem geliebt. Ja. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, Herr Kommissar. Am Abend nach dem Streit, nachdem Ihr Mann von der Affäre erfahren hat, ist er dazu hingekommen? Hat er Sie bedroht? War er wütend? Der Hans hat mich nie bedroht. Naja, vielleicht war es auch selber. Verzweifelt, kein Geld. Die Ehefrau geht fremd. Na, das kann alles nicht sein. Warum nicht? Weil ich die Tabletten alle selber genommen habe. Was? Ich habe nach meiner Affäre nicht mehr schlafen können. Also habe ich mir vom Doktor die Schlaftabletten verschreiben lassen. A-Tabletten jede Nacht, einfach nur, damit ich wieder schlafen kann. Aber das hat bald nicht mehr gereicht. Dann habe ich ihn dazu gebracht, dass er mir mehr verschreibt. Ich habe einfach immer mehr gebraucht. Und jetzt bin ich abhängig, Herr Kommissar. Die Stanzel ist ein Junkie. Aha. Du, Kalle. Ich hätte eine große Bitte. Ich hab's befürchtet. Ja, der Mord ist bei der Abflernte dazwischengekommen. Danke. Und die Kupplung langsam kommen lassen. Versprochen. Und nenn mich nie wieder Karl. Tante Marianne, Frühstück ist fertig. Bitte sag, wenn du angezogen bist, dann helfe ich dir in den Garten, ja? Lechner? Ich bin's. Stefan? Die Stammtischleute sitzen bei mir. Sie sagen, sie wollen mit Ihnen reden. Okay, ich komm sofort vorbei. Planänderung, Tante. Frühstück kommt aufs Zimmer. Frühstück kommt aufs Zimmer! Wir warten schon auf Sie. Knoten sitzen, die habe ich bei der Freiwilligen Feuerwehr gelernt. Wegen der Kopfverletzung. Es tut mir leid. Sie müssen wissen, es ist nichts Persönliches. Sehr schön. Aber verstehen du es trotzdem nicht. Einer der dreien ist der Mörder. Und ich will, dass Sie herausfinden, wer. Was? Ist das dein Ernst? Du willst, dass ich da so ein Privatverhör mache? Stefan, ich glaube, das hast du nicht zu Ende gedacht. Und jetzt komm, mach mir los. Irgendwann werden meine Kollegen... Fangen Sie an, Herr Kommissar. Okay, ihr seid also in der Mordnacht gemeinsam hergekommen. Und dann? Ja, wir haben uns ein Bier bestellt. Dann hat Hans gesagt, er soll sich zu uns setzen und sich auch eins einschenken. Wer hat das gesagt? Der Bertel. Was, ist das jetzt auch schon Verbrechen? Nur wenn sie es gemacht haben, damit sie ihm später das Schlafmittel reintun können. Ein so ein Blödsinn. Der Leo ist mit dem Hans zusammengebracht an dem Abend. Wie
Bitte, was soll das jetzt? Ha? Ja genau, jetzt sagen Sie einmal was, Herr Bruder Rand. Ja, was soll ich sagen? Nachdem er abgestritten hat, von den Erpressungen zu wissen, habe ich ihm halt mehr erzählt. Ne? Daraufhin ist er vollkommen ausgezuckt. Ich glaube, der geht gleich sein scheiß Jagdgewehr holen. Da habe ich nicht mehr gewusst, was ich machen soll. Also haben Sie mir nicht mitgegeben. Betoniert hat er meine. Ja, und wenn schon. Gelebt hat er dann ja noch. Hat uns ja noch sagen können, dass wir uns schleichen sollen. Und das haben Sie noch gemacht, alle zusammen? Ja, ja. Ich hätte mich gar nicht erst einlassen sollen auf diese scheiß Idee. Der Franz wollte mich unbedingt konfrontieren. Ach so. Warum wollten Sie ihn denn unbedingt konfrontieren? Ich wollte doch nur, dass diese Erpressungen ein Ende nehmen. Das haben Sie erreicht. Das ist lächerlich. Der Franz hat gewusst, dass die Gelände diese Tabletten nimmt. Das sind alles Hirngespinste von dem Buben, weil er nicht wahrhaben will, dass seine Mutter eine Mörderin ist. Ich fällt dir ein! Ganz ruhig, Stefan. Jemand da? Wir haben geschlossen. Tut mir leid, Stefan, dass ich hier einfach so aufkreuz. Ich wollte es euch persönlich sagen. Mein herzliches und aufrichtiges Beileid. Danke. Ist deine Mutter da? Na. Wann kommt sie denn wieder? Kann ich reinkommen und auf sie warten? Na. Stefan! Eigentlich wollte ich eher auf hier reden. Ich möchte unser Angebot für euer Grundstück erhöhen. Ihr könnt das Geld doch sicher gut gebrauchen. Und ohne den Papa, da hält euch doch nichts mehr hier, oder? Was war das? Ich dachte, ihr habt geschlossen. Haben wir auch. Die Katze ist rollig. Und die Autos? Die sind von vorher noch da. Sie wissen, das ist ein Tatort. Ein Tatort, sagst du? Na gut, Stefan. Du überlegst es dir, ja? War das die Bruckner? Stefan, die hat bestimmt gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und wenn schon? Schau, wenn du uns jetzt gehen lässt, dann werde ich bei den Kollegen ein gutes Wort für dich einlegen, versprochen. Wenn der Mörder gesteht, bis ich mein Bier leer habe, kann der Rest gehen. Aber wenn keiner gesteht, kann ich auch für nichts garantieren. Bitte, Stefan, das meinst du nicht ernst. Todernst meine ich's. Und was, wenn er selber war, dein Vater? Ha? Würdest du drei Unschuldige umbringen? Das wird der Papa nicht tun. Der ist echt genauso depper für seinen Vater. So, und jetzt lasst uns gehen, sonst. Bist du depper! Ihr wart schon immer ein elendig arroganter Haufen. Meinen Papa habt ihr immer schon für einen Trottel gehalten. Und mich habt's gar nicht wahrgenommen. Einfach frei drauf los, habt euch eure Geschichten erzählt. Und du? Glaubst du, das kriegt keiner mit, wenn du meine Mama buddhast? Entschuldigung. Jetzt verstehe ich das erst. Deshalb hast du solche Schuldgefühle. Das mit den Erpressungen, was du? Wollten Sie, dass der Gasthof verkauft wird, Frau Stanzl? Ich kenne die Finanzen. Und mit dem Geld von der Bruckner, da hätten wir uns sehr gut woanders was aufbauen können. Also nehme ich an, haben Sie versucht, Ihren Mann davon zu überzeugen, oder? Ja. Klar, Margret. Aber letztlich ist es dem Hanserhof. In vierter Generation in der Familie. Der wäre lieber damit untergegangen, als dass er ihn verkauft.
Haben Sie eigentlich nie darüber nachgedacht, möglicherweise ohne Ihren Mann wegzugehen? Also, ich habe jetzt nicht vorgehabt, mit dem Leo durchzubrennen, falls Sie das wissen wollen. Nein, ich meine alleine. Irgendwo sich was Neues aufzubauen, kann man doch verstehen. Braucht man natürlich ein bisschen Geld für. Kann man ja vielleicht erpressen. Ich hab die nicht erpresst. Aber bitte, Sie müssen mir versprechen, dass ihm das nicht anlasten. Frau Stanzl, jetzt aber raus damit. Stefan Stanzl hat seinen Eltern vor ein paar Wochen 15.000 Euro übergeben, in bar. Er hat behauptet, er hätte das Geld bei Brieflosspielen gewonnen. Das erklärt auch die 2 Stunden, die er nicht beim Feuerwehrfest gewesen ist. Der war nicht komasaufen, der war mal eben lustig bei einer Lösegeldübergabe. Ja, nur blöderweise hat es diesmal keine Lösegeldübergabe gegeben. Aber es ist überhaupt eine interessante Strategie vom Stefan Stanzl. Ich meine, der versucht, das Wirtshaus seiner Eltern zu retten, indem er die Stammgäste erpresst. Na gut, das ist irgendwie der Kreislauf der Gastronomie. Benötigt jemand was zum Einschlafen? Ja, Franziska, aber ich hätte gerne was, womit ich auch morgens wieder aufwache. Das sind jedenfalls die Tabletten, die laut toxikologischem Gutachten, die sind denen von der Stanzl sehr ähnlich, stimmen aber nicht überein. Also die Stanzl hat die Wahrheit gesagt? Also, was die Schlafmittelsucht betrifft. Ich habe mir ihre Blutwerte noch mal genauer angeschaut. Das spricht Bände. Das Klo ist da hinten. Die kann ich nicht losmachen. Ich weiß, dass du wütend bist, Stefan. Du glaubst, die Wut vergeht, wenn du deinen Vater rächst, aber so funktioniert das nicht. Es reicht. Der Zorn ist Teil der Trauer. Seien Sie endlich still! Schau, das Ganze darf ich deinen Vater nicht zurückbringen. Bitte versuch, das zu begreifen. Genug! Wollen Sie es wirklich drauf anlegen? Soll ich Sie erschießen? Du wirst doch niemandem wehtun. Dafür ist schon zu spät. Ohne mich wird der Papa noch am Leben. Das kannst du nicht wissen. Doch. In der Nacht von der Lösegeldübergabe. Ich hätte früher heim. Ich hätte ihn retten können. Sie müssen gar nicht aufs Klo. Das wird mein Kollege sein. Lass mich abheben. Für wie deppert halten Sie mich eigentlich? Sie haben sicher einen Code oder sowas. Wo ist denn der Lechner? Kann uns der den Stanzlbuben nicht bringen? Der hat mich gerade weggedrückt. Ah, nimm's nicht persönlich. Garantiert was mit dem Auto. Ah, Frau Bruckner, Penny Lanz hier, Kriminalpolizei. Ich muss Sie bitten, dass Sie zu uns in die Wache kommen. Es geht nicht. Ich bin in der Steiermark. Wo sind Sie? In der Steiermark. Geschäftlich. Frau Bruckner, Sie sind aber nicht gerade dabei, die trauernde Familie vom Herrn Stanzl zu belästigen. Äußerst sensibel. Unverdächtig. Frau Bruckner, sind Sie noch da? Ich wollte Frau Stanzl mein Beileid kundtun. Rührend. Aber die war sowieso nicht da. Sagen Sie, gehören die Autos vor dem Gasthof auch zum Tatort? Ist da zufällig ein gelber Oldtimer dabei? Sie meinen die rostende Drecksschleuder? Du willst Gerechtigkeit, oder Stefan? Das verstehe ich total, das will ich auch. Also müssen wir zusammenhalten. Wie zusammen? Ja, schau, wir müssen die 3 der Trainern gegeneinander ausspielen. Aber dafür müssen wir beide einander vertrauen. Vertrauen? Ihr habt meine Mama eingesperrt. Schreibe ihm eine Textnachricht. Kann gerade nicht sprechen oder so. Sonst schöpft er wirklich noch Verdacht. Scheißdreck. Ich kann gerade nicht sprechen. Ich kann dich aber hören. Nein.
war Klaus. Das ist unser Code, wenn irgendwas faul ist. Penny, ich brauche dein Auto. Bitte langsam kommen lassen. Ich denke, das ist eine Automatik. Bitte, hört's mal jetzt. Ich meine, die beiden von euch, die unschuldig sind. Wenn wir nicht rausfinden, wer der Mörder ist, dann bringt uns der noch alle um. Fünf. Denkt's nach. Wer hat eine Möglichkeit gehabt, dem Wirten was ins Bier zu mischen? Ich war einmal am Häusl. In der Zeit hätten die zwei was Gott was machen können. Naja, es kann schon sein, dass der Franz da... Spinnst jetzt? Du musst deine Medikamente doch ausgeben wie Süßigkeiten an Kinder. Hast du doch schon immer mehr um deine Praxis geschert als um die Gesundheit deiner Patienten. Und überhaupt ist der Franz eh schon die ganze Zeit so verdächtig ruhig. Vier. Wir wissen, dass die Stanzl sie mehr oder minder gezwungen hat, sie ständig mit Schlaftabletten zu versorgen. Und dann noch die Erpressung. Vielleicht war das zu viel. Ist ihnen der Kragen platzt? Ich hab dem Hans nichts getan. Das müssen sie mir glauben. Schlaftabletten, das schreit ja noch ein Doktor. Als ob du einen Doktortitel brauchst für eine Überdosis. Karl, die Chefin hat gerade mit der Bruckner telefoniert. Wegen dem Biomassekraftwerk. Eines der Unternehmen, das für den Bau im Gespräch ist, ist die Kerndl Bau GmbH. Ja, das Unternehmen von Hubert Kerndl. Das passt doch. Wer weiß, vielleicht gab's eine Absprache. Ein schöner Auftrag für einen kleinen Mord. Wäre doch was. Ja, das ist doch ein gutes Motiv. Ich meine, der ist eh am Weg zum Bankrott, beschäftigt die Hälfte seiner Mitarbeiter illegal, wird noch damit erpresst, aber durch den Auftrag? Wäre alle Sorgen los gewesen. Du bist mit seiner Frau ins Bett, wolltest ihn deshalb weghaben. Das war doch nur eine Affäre. Wozu soll ich ihn umbringen? Eifersucht. Drei. Franz, sag. Hat der Leonid die ganze Zeit gesagt, dass er mehr will für die Gerlinde? Und dann hat Schluss gemacht mit ihm. Wirklich? Das heißt, sie haben geglaubt, dass der Mann von ihrer Ex-Freundin sie erpresst und sie trotzdem bei ihm bleibt. Ist nicht gut gelaufen für sie, oder? Zwei. Deswegen bist du dem Hans auch so an die Gurgel an dem Abend. Ich hab dich ja richtig zurückhalten müssen. Ich werde doch nicht genau an dem Abend ums Eck bringen. Ich meine, ich bin ja nicht deppert. Herr Kerndl, haben Sie auch mitgeholfen beim Zurückhalten? Ja, das ist sicher, klar. Was? Du warst die ganze Zeit am Tisch, Bertl. Eins. Das heißt, die drei haben gerangelt und sie waren die ganze Zeit am Tisch. Die perfekte Gelegenheit, dem Wirt was ins Bier zu tun. Hast. Ich hab ja schon gesagt, die zwei waren mindestens fünf Minuten allein. Werden die draußen mal telefonieren? Ich hab gedacht, sie waren am Klo. Beides. Aha. Mit wem haben sie denn telefoniert? Schauen wir mal nach. Rechts. Ich hab nicht telefoniert. Eine bekannte Nummer. BM Energie. Hier ist die Mailbox von Christina Bruckner. Nachrichten bitte nach dem Signalton.
Was haben Sie mit der Bruckner zu tun? Bitte. Bitte. Der schießt mich. Nicht, wenn du die Wahrheit sagst. Das Biomassekraftwerk, oder? Hat sie denn den Auftrag versprochen? Den Auftrag habe ich mir verdient. Scheiße, Bertel. Du weißt das. Es tut mir leid, Stefan. Da draußen ist mein Papa im Sterben gelegen. Und du warst sogar zu feig, dass du es dir anschaust. Aber ich schau dir ganz genau dabei zu. Wie sind die Hefen anders? Du hast uns echt alle ans Messer liefern wollen, oder? Berger, du bist so eine Mäusche. Das vergisst man da nicht. Das hast du gut gemacht, Stefan. Ich bring den Kern jetzt raus, ja? Ihr wartet da. Du auch, Stefan. Mach keinen Blödsinn, ich lass mit drauf, okay? Sie kommen mit. Gott sei Dank ist der Albtraum vorbei. Jagdszene in der Steiermark. Karl, schön, dass du da bist. Bisschen spät. Ja, da war so ein blöder Stau auf der 73. Hab ich hier irgendwas verpasst? Das Projekt ist die Rettung für meine Firma. Natürlich habe ich meine Interessen zunächst geheim gehalten. Sonst hätte ich ja da bei uns in der Gegend nie wieder Aufträge gekriegt. Die sind doch alle gegen das Kraftwerk. Das heißt, der Mord war geplant. Ich habe ja bis zuletzt selber gar nicht dran geglaubt, dass ich das durchziehe. Aber wie der Leo dann auf den Hans losgegangen, der hätte uns ruiniert. Der hätte mich ruiniert. Vorsatz. Es wird immer besser. Nur, dass der Herr Stanzel gar nichts wusste von den Erpressungen. Von ihren Schwarzarbeitern. Der hätte sie nicht ruiniert. Das haben sie wunderbar selber hinbekommen. Wir haben die Pillenpackung bei Ihnen im Müll gefunden. Das Entscheidende war, dass ich den Stefan auf meine Seite bringe. Und natürlich, dass ihn überredet, dass er das Gewehr entlädt. Der hat dich trotzdem sauber erwischt da hinten am Kopf, ja? Körperverletzung, Erpressung, Geiselnahme. Ich hoffe, der Burg kommt noch einmal glimpflich davon. Wie aus dem Lehrbuch. Stockholm-Syndrom. Übrigens, das Stockholm-Syndrom bezieht sich auf einen Banküberfall, wo die Geiseln die Geiselnehmer im Nachhinein sogar im Gefängnis besucht haben. Übrigens, Herr Professor, das weiß sogar jeder Polizist. Du, Klausi Pedia, gehen wir noch zum Wirten? Nichts für ungut, ich war in letzter Zeit wirklich genug im Wirtshaus. Gott sei Dank, sonst erzählt er uns wieder, wie das Bier gebraut wird.